Nun gut. Ach Gott, ich. Mir ist es irgendwie. Oh. Verdammt unwohl unter Wasser? Hä, was war das jetzt? Hatten wir keine Luft mehr oder hat uns was angegriffen? Ich setze mich jetzt da in den Kran und dann lassen wir das für heute. Was war das denn gerade? Ich weiß halt nicht mal, ob da jetzt was im Wasser ist. I don't like it. Ja, hier ist doch irgendwas. Oder schmerzt uns unsere Beine so sehr? Ich verstehe es gerade echt nicht, was uns da ständig wehtut. Wahrscheinlich jetzt alle wieder so, ja, der sieht es halt einfach nicht, er ist einfach blind. Aber ich, ne. Okay, wir brauchen zwei Stöcke. Wir müssen den Bruch, glaube ich, der zieht uns auch weiterhin Leben ab. Wir müssen Bäume fällen. Eins, zwei. Und dann brauchen wir von hier noch. Achso, da brauchen wir vier, ne? Mist. Okay, es wird momentan kein Leben abgezogen, aber ich möchte es jetzt auch nicht drauf ankommen lassen. Mit unserem gebrochenen Bein hier. Hm, und wir haben doch da noch ein Seil. Ich muss erstmal das hier bestauen. Hier sind's. Nehmen wir halt das. Mit einem gebrochenen Bein lass ich dich allein. Was? So, wir brauchen das hier. Plus Schiene. Ah ja, okay. Wieder Hyperspeed, bloß weil die Schiene dran ist. Ich werf einfach mal Dinge hier hin. Oh je, sorry. Wo haben wir das? Ach, da. Wir bekommen niemals irgendwoher Treibstoff. Wenn wir den... Wenn wir Treibstoff herstellen? Hai-Abwehrmittel. Wasserbeutel.
Hm, Wasserbeutel können wir uns auch. Oh nein, hey, hey. Wie bin ich hier hergekommen? Ach, da. Uns geht's ja jetzt nicht sonderlich gut. Ne? Und da bin ich ja fast schon am überlegen, ob wir nicht zurückfahren sollen. Aber ich würde halt schon gern da noch kurz mal reingucken zumindest. Was sagt denn die Uhr? 23 Uhr erst. Wie wär's mit einer Lampe? Und die wird wahrscheinlich hier sein. Oh, die leuchtet ja richtig schön weit, unsere Taschenlampe. Ach, hier geht's auch rein. Nee, doch nicht. Das sahst du. Das sah vielversprechend aus. Was wollte ich sagen? Jetzt komm. Reiß dich zusammen. Ach so. Hier wurden eine Menge Reifen transportiert. Geht nicht auf hier. Okay, hier auch nicht. Ich hol mal noch mal Luft. Denn hier ist wohl noch eine Kiste für uns. Oh, oh, was ist das? Oh, das ist nur die Niete. Okay. Oh Gott, ich dachte gerade, hier ist irgendwie so ein Oktopus-Ding. Hm, schade. Ich dachte irgendwie, vielleicht kann man das Bötchen starten, aber dann. So, was haben wir denn hier? Der 17. Fischspeer, den wir wegschießen. Treibstoffpumpe. Taschenlampe, Seil. Okay, dann doch auch nichts mehr Dramatisches. Ja, da. Das Schiff sah vielversprechender aus. Ich dachte, es wäre jetzt echt. Ich dachte wirklich anfangs, das wäre irgendwie so eine verlassene Fabrik hier an so einer Insel. Aber dem war wohl nicht so. Okay. So. Das sieht schon cool aus.
irgendwie. Und dann besuchen wir mal zu unserem... Oh Gott, das Fass ist schon umgefallen. Ja, kletter du mal da hoch. Und ich stell das hier auf. Ah! Oh nein. So, vielleicht schaffen wir es so. Wir müssen nach links. Schaffen wir es, das zu sehen, so? Nö. Wohl kaum. Oh nein. Lass mich hoch. Ah, da war irgendwas im Wasser. Wer wusste es was? Da hinten schwimmt's. Naja. Das Gute ist, wir wissen, dass unsere Insel eine von diesen Inseln mit diesen Steinen ist. Da gibt's bestimmt nur zwei oder so. Ich habe auch das Gefühl, dass wir echt mal versuchen müssen, so von Insel zu Insel zu Insel zu Insel zu hoppen, ohne dann jetzt noch weiter drauf zu achten, was wir zurücklassen könnten. Weil ich vermute, ja, dass das der einzige Weg für uns sein könnte. Zum Beispiel in Richtung Gyrocopter zu kommen. Und das quasi ohne, dass wir ewig lang nach den Teilen suchen müssen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nämlich zu diesem Spiel so gut wie nichts. Außer das, was wir in den letzten Folgen natürlich gelernt haben. Aber wir müssen erstmal fit werden. Wieder. Denn der Sturz, der war ziemlich heftig. Ich dachte zuerst auch der Motor, dass der dann halt quasi verhindert, dass wir richtig steuern und so, aber. Nee, das hat schon geklappt. Auch sehr gut geklappt. Also er lenkt, glaube ich, nicht so gut wie das Ruder, das wir vorher hatten, aber vielleicht ändert sich ja das quasi, wenn wir das Floß dann noch verbessern. Beziehungsweise mal Treibstoff finden. Gut, diesen oben Kompass. Haben wir das da wirklich? So. Okay, das ist immer anstrengend, finde ich, hier die Kisten zu leeren. Oh, wir haben weit weggeparkt. Ich glaube, ich zerre das Floß mal hier nach vorne wieder. Krabben hätten wir auch noch.
Ah, okay, sie geht halt aus und bleibt an. Diese Lampen bleiben an. So, der Mond geht aber schon langsam unter. Oh, es ist schon 5.30 Uhr. Oh nein. Ach, im Schlaf regenerieren wir doch, glaube ich, sowieso nicht, oder? Ich dachte gerade so, ja, hey. Jetzt würde ich es nur, oder würden wir es noch schaffen, schlafen zu gehen, aber. Klebeband. Hier ist nichts. Zwei von den Hammern. Hammern. Wenigstens haben wir ein paar Steine mit, oder? Ich glaube, da sah es ziemlich mau aus. Aber hier wächst auch schon wieder einiges auf der Insel. Also. Achso, wir haben ja keinen Platz. Ja, ich vergaß. Ah, ich habe hier sogar was drauf. Seile, Lederstoff. Seile, Lederstoff. Heute Waffen, Essen. Achso, falsche Richtung. Ich dachte gerade, so viel Leder habe ich doch gar nicht mitgebracht. Nützliches Werkzeug, Motorteile. Okay, dann mache ich hier irgendwo ein Depot für Motorteile, die wir nicht benötigen. So, dann haben wir ein Feuerchen und kochen uns eine dieser schmackhaften Krabben, die noch gar nicht so lange hier rumliegen. Oh, gross. So. Was haben wir hier? Können wir das noch unterbringen? Ja, hallo. Werkzeug, Essen und wieder. So, hier hinten ist der Müllhaufen. Zwei Stück können wir schon essen. Oder trinken. Ich würde, glaube ich, nur eine essen, sonst haben wir wieder Probleme. Ah. Mine regenerieren sogar schon. Das ist nicht schlecht. Hier brauchen wir noch so Palmwedeln. Ich denke, zwei reichen. Bin am überlegen, ob wir uns nochmal ein Regal bauen, aber ich glaube schon. Dreimal Holz. Das kriegen wir hin. So, ich habe auch versucht, hier irgendwie so einen Zaun um unsere Hütte rumzubauen, aber das hat mir nicht so gefallen.
natürlich sind wir jetzt irgendwo wieder angekommen. So. Unser Bettchen. So, was machen wir denn jetzt, bis wir wieder auf dem Dampfer sind? Ich hab hier noch Zeug. Hier liegen auch noch Planken. Hier liegen noch Planken. Mittelkrabbefleisch. Das da können wir noch anschauen. So, was haben wir denn noch? So eine Lampe, haben wir so eine dabei? Wahrscheinlich nicht. 17 Taschenlampen. Ach doch, wir haben hier welche. Ich wollte gerade sagen, 17 Taschenlampen, aber keine Lampe, die wirklich hell macht. Wird der 13. Tag zum Unglückstag. So, vielleicht können wir uns so eine Lederflasche bauen. Kussflasche hätten wir. Nahrung eine Portion. Seile. Hier, Seile. Aber wir haben da noch viel mehr da rumeiern eigentlich. So, zwischendrin mal wieder ein Kräppchen braten. Ach so, das eine Seil habe ich benutzt, ne? Aber hier ist noch Zeug. Hier haben wir auch noch. Oh je, hier haben wir noch richtig was. Richtig was hier. Achso, ich wollte es. Wobei. Ne, wir drehen es mal um und machen es statt, klar. Oh, das hat gut gehalten hier so. Zwischenzeitlich sind auch hier diese Krabben wieder gespawnt auf der Insel. Deswegen liegen die auch noch hier rum. Ich weiß nicht, wie das ist, ob die dann erst quasi spawnen, wenn man die dann verbraucht hat, oder? Ich weiß es nicht. So, Stoff rein. Holz hinters Haus. Na, jetzt wird es auch noch schön Wetter. Passt. Hat doch keiner gewollt, dass es jetzt stürmt, oder? War das jetzt notwendig? Weiß ich. Ich glaube. Oh, da blutzelt's. Ach ne. Wir sollten uns noch so eine. Sowas basteln. Zwei solcher Lederfetzen. Zwei. Ein Stückchen. Und dann. Zwei Portionen. Das ist eine mittelgroße Flasche. So, die kann ruhig mal an Bord unseres Floßes gehen. Denn da brauchen wir das eher, weil das Problem eigentlich immer dann Wasser ist. Und nicht der andere Kram. Vielleicht bauen wir uns einfach auch noch eine zweite Flasche, dann haben wir 4 Portionen Wasser. Dann halten wir auf jeden Fall länger durch.
Das Gute an sich ist ja eigentlich, dass wir, diese Wassersammler überall bauen können. Nicht nur hier bei uns. In der Base, sondern auch überall sonst, wo wir genau diese Materialien finden. Bin immer noch am Überlegen, was wir denn mit diesen Wänden machen. Hätten, sollen, könnten, täten. Weil... Ja, im Ernst, wenn das jemand weiß, kannst du gerne mal sagen. Oder wir durchforsten hier einfach mal. Achso. Natürlich haben wir keine Haut mehr. Vogelfalle, Fischfalle. Das haben wir, den Webstuhl haben wir auch noch nicht. Brennofen, ich habe noch nie Lehm gesehen. Schwimmer, eine Angelrute hatten wir ja vorher schon mal. Ziegelabfall, Speergewehr. Flugzeugmotoreinheit. Trophäe, für was? Trophäe. Das heißt, wir müssen ein Flugzeug bauen, um abzuhauen. Also, wenn das der eigentliche Plan ist. Es ist 12.29 Uhr. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall diese Insel da drüben noch an. Und dann sehen wir mal weiter. Ich denke, wir sehen uns dann gleich drüben auf der neuen Insel. Bis gleich.